Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal geht es um mein Septum, um mein Piercing. Ich glaube, das ist der Lippenpiercing. Ich muss noch mal gucken. Wenn ihr wissen wollt, wenn ihr sehen möchtet, dann bleibt einfach dran nach meinem Intro. Da fange ich jetzt mal an. Wie ich jetzt zum Septum oder Piercing kam. Ich hatte schon mal ein Piercing, das war 2011. Den habe ich mir in Thüringen machen lassen. Das war damals hier daneben, hier ein Stückchen oben. Also, den hatte ich jetzt circa ein Jahr drin gehabt. Ich musste den 2012 wieder rausmachen, weil das dermaßen entzündet hat. Ich habe dann von jetzigen Piercer erfahren, wo ich jetzt hier war, weil ich jetzt hier unter den neuen Piercing einen langen Stab drin habe. Ich wusste das nicht, dass man bei den neuen Piercing, weil das ja auch Gesundheitsstecker ist, weil das hier noch Lippe einschwellen kann oder entzünden kann, dass der Herr Piercer aus dem Thüringen, der hätte normalerweise mir einen langen Stab reinmachen müssen. So kam es nie, dass es richtig abgeheilt war. Es war immer entzündet. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt das abläuft. Wie ich jetzt dazu kam. Ich habe Septum und Piercing, ich wollte es schon vor langer Zeit machen lassen. Sogar vor meinen Tattoos. Aber ich habe mich nie getraut, das zu machen. Ich habe das immer noch weiter nach hinten geschoben, geschoben, geschoben. Und irgendwie in den letzten Tagen habe ich immer darüber nachgedacht. Wann willst du das eigentlich mal machen? Wann willst du das machen? Eines Tages stand ich vor dem Piercingladen, weil ich wollte einkaufen. Da bin ich am Piercingladen stehen geblieben. Dann habe ich ein Angebot gesehen, zwei Piercer, normale Piercing, 60 Euro. Das war ein Frühling-Angebot. Da dachte ich, mache ich das jetzt nun, mache ich das nicht? Weil ich ja einmalig, weil sonst kostet pro Piercing, glaube ich, 40 Euro. Ich weiß es nicht genau. Ich habe da drin nicht nachgefragt. Und dann bin ich reingegangen. Bin ich vorgegangen, habe da so der Frau gesagt, also der Tante, dass ich gerne zwei Piercings stechen möchte. Und ich selbst tun und ein Lippenpiercing, Unterlippenpiercing. Dann war ich war so nervös gewesen und so aufgeregt. Ich wollte eigentlich filmen. Aber ich habe vergessen. Ich war total aufgeregt. Durch Aufregung habe ich das vergessen, weil ich wollte ein bisschen euch mitnehmen. Als Spontanheit, aber ich war so aufgeregt. Ich bin im Endeffekt auch froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil das war sehr, sehr schlimm für mich. Weil ich habe auch viele YouTube-Videos gesehen. Das sah ja nicht so schlimm aus, aber wenn ihr das selber durchmacht, dann ist es heftig. Na, jeder Körper reagiert anders. So, dann musste ich hier ein Formular ausfüllen, Adresse und Einverständniserklärung und Personalausweisnummer musste ich alles machen. Weil unter 18 musste ich dann einverständlich von den Eltern oder die Eltern können mit. Das ist wie bei Tattoos, wenn du Tattoo haben willst. So, und dann habe ich einige Fragen gestellt und so weiter. Dann sah ich auf dem Stuhl. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt gibt es keinen Rück mehr. Also kannst du jetzt nicht mehr zurücklaufen. Jetzt war es soweit, dann hat er alles fertig gemacht. Ich habe erstmal mit meiner Nase angefangen. Dann hat er mir erklärt, dass es passieren kann, dass ich weine, also Tränen im Augen habe, dass Gott schmerzhaft werden kann. So, dann habe ich mich hingelegt. Also schräg lag ich halt. Und dann hatte ich Angst. Habe ich meine Augen zugemacht. Dann ging wieder Zange in die Nase rein. Das war noch okay. Aber wo die dann nach außen gezogen hat, also richtig nach außen mit der Zange, da habe ich schon Tränen im Auge gehabt. Das war ja richtig so Art wie, wenn jeder einer ein Ohr zieht, richtig am Ohr gezogen fühlt, so richtig schmerzhaft war. Dann hat sie den, ich wüsste gar nicht, was sie dann gemacht hat. Ich glaube, die hat mit der Nadel dann reingestochen. Ich hatte ja meine Augen ganz zu gehabt, weil ich ja total im Tränen hatte im Augen.
Dann hat er so kurz reingesteckt. Dann habe ich mich so erschrocken. Also, dann hat er gesagt, ausatmen. Dann habe ich so Luft geholt. Ach, das war ja, das war so Art wie so ein Schreck, war das so. Das fühlt sich an wie so eine Spritze im Arm hast. Dann hat sie den Stecker reingemacht und zugemacht. Dann hat sie mir einen Spiegel gegeben. Ich hatte erstmal geweint, geweint, weil das hat ja wehgetan. Das war ja so Art. Weil die Naht ist ja empfindlich. Das ist eine empfindliche Naht. Das war ja. Boah. Ich hätte übelst Gänsehaut bekommen, weil es war mir ein bisschen zu kalt gewesen. Obwohl an dem Tag war es schönes Wetter gewesen. Dann hat sie mir den Spiegel gezeigt und das war, ich war sehr erstaunt, dass mir das gestanden hat. Weil ich war ja auch unsicher, ob das mir überhaupt steht oder ob es nicht steht. Ich hätte auch ja auch einen Ring so kaufen können, aber eher ich das Geld rausschmeiße und dann mir nicht steht, dann keine Ahnung. Ich hab's einfach gemacht. Da ich ja schon mal ein Piercing hatte, hat mir auch gut gestanden. Also, was soll denn da schon schief laufen? Weil du kannst ja immerhin, wenn es dir nicht gefallen hätte, hättest du den Piercer, den Septum, die Nase reinmachen können. Das ist so eine Abheilung. Entweder du kannst nach außen heilen lassen oder nach innen. Oder wenn du darauf keinen Bock hast, kannst du einfach nach innen klappen. Oder wenn du jetzt einen Arbeitgeber hat, der das ungern möchte, dass du ein Piercing hast. Nachdem musst du halt abkleben, aber den kannst du mal in die Nase reinschieben. Das ist praktisch, das ist cool, sowas. Die hat mich ja vorher gefragt, was ich für einen drin habe. Entweder den Langstab oder den Ring. Ich wollte einen Ring haben, der nicht zu lang ist und nicht zu kurz ist. Das ist perfekt, die Größe. Mein Schatz, sie sagt, ich soll ein bisschen einen lang nehmen. Ich werde mal gucken, aber ich muss erstmal eh bis 4, 6 Wochen Abheilung. Es kann auch länger dauern, also die Piercing entscheidet das dann, ob ich ein neues reinmachen kann oder wechseln kann oder nicht. Weil ich muss ja jeden 2 Wochen nochmal hin, wegen dem Piercing. So, und dann hat es bei mir geblutet. Dann habe ich gefragt, ist das normal? Weil ich habe sehr viele Videos gesehen, wo es nicht geblutet hat. Sie sagt, ja, das ist normal, mach dir keine Sorgen und so. Das wurde hier frisch reingestochen und bla bla bla. Und dann, es hat ja geblutet. Dann hat sie mit dem Tupfer dran gemacht und weggemacht. Dann kam sie mit da an. Dann hat sie hier gemalt, den Punkt, wo sie gerne hättest. Erst hat sie daneben gehabt, wo ich den Schimmer hatte. Und dann wollte ich, habe ich gesagt, nee, nicht so weit oben. Das wäre ja auch mir ein bisschen zu weit oben. Deswegen habe ich ein bisschen runtersetzen lassen. Gesenkt, sag genau ein bisschen. Das sieht man ein bisschen rot, das ist aber normal. Das heilt hier ab. Der hat den Punkt gemacht, auch so eine Zange genommen und dann mit der Nadel reingestochen. Vom Feind rein. Da habe ich auch wieder einen Schreck bekommen. Da hatte ich auch nochmal Tränen im Auge, weil es war ja dann ein bisschen zu viel. 2 Piercing auf einmal zu viel. Aber ich meine, wenn das im Angebot ist, dann sollte das zuschnappen. Ich glaube, das hätte jeder gemacht. Ich weiß es nicht, aber ich hätte es gemacht auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es nicht so dunkel jetzt so weit draußen nach Regen aussieht. Und dann war es vorbei. Dann habe ich nochmal angeguckt, dann habe ich nochmal Nasenbluten gehabt. Wo sage ich, das ist normal. Ich war da total panisch. Ja, das ist normal, mach dir keinen Kopf. Das wurde aus frisch reingestochen in der Nase. Und das fühlt sich an wie Nasenbluten. Oder auf die Fresse bekommen. So, dann lag ich so 5 Minuten da, weil mir dann schlecht wurde. Ich war mir ein bisschen mummelig im Magen. Ich hatte auch nichts gegessen davor, ja. Nur was getrunken. Ich war ja an dem Tag noch arbeiten. Da war mir ein bisschen schlecht. Da habe ich 5 Minuten auf dem Stuhl gesessen, dass mein Kreislauf ein bisschen wieder hochfährt. Das war ein bisschen zu runtergetief durch den Schmerz und durch den Reinstechen. Jeder reagiert anders auf den Körper und jeder reagiert. Ich meine, bei meinen Tattoos, wenn ich stechen lasse, da ist es nicht so. Da kann die stechen, wie die will. Da habe ich nicht so große Schmerzen, da wird mir auch nicht schlecht oder so. Aber ich glaube, das war an dem Tag, war das mir ein bisschen zu viel, wenig gegessen. Dann war es draußen warm. Ich hatte aber genug getrunken, aber die Schmerzen waren einfach zu viel für mich. So, dann hat mir noch ein Zettel gegeben, was man drauf achten sollte. Wegen Septum. Man kann einen Kamillentee machen und einfrieren lassen und damit das wird dann so eine Art Eiswürfel und das hält dann der Nase. Das kühlt ihn schön ab. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht, weil meine Nase nicht angeschwollen ist, gar nicht. Das tut nur weh, wenn ich sauber mache. Ich kann hier drehen, also wackeln und
Wenn ich es noch hochdrehe, ein bisschen herdrehe, das tut doch ein bisschen weh, wenn ich sauber mache. Man sollte abends und früh regelmäßig sauber machen, weil wenn man das nicht macht, kann passieren, dass es dann entzündet da drinne. Weil die Wunde heilt ja ab. Und das Schlimmste, wenn ich früh aufwache, da fühlt sich an, da ist krabbelt irgendwas in meiner Nase. Ich kann da nicht jucken, weil das so, oh, da merkt man, dass die Wunde abheilt. Das heißt, ich bin auf dem Heilweg, also auf dem, das heilt langsam ab. Aber man muss nur aufpassen, dass innen drin nicht zuwächst. Weil ich meine, wenn man jetzt nur so sauber macht und so wackelt, das ist nicht gut. Deswegen muss man beim sauber machen mit, ich mache am besten mit Wasserstäbchen, weil da komme ich am besten dran. Dann mache ich das nass, und dann gehe ich mit rein, mache dann drinnen ein bisschen nass und dann versuche ich den Ring zu bewegen. Ganz vorsichtig, weil das noch weh tut bei mir. Und dann drehe ich ihn hin und her. Dann mache ich ein bisschen rum, dass praktisch die eine Kugel in der Nase ist. Das heißt, ich kann dann den Ring von außen dann schön sauber machen und dann wieder reinschieben. Dann mache ich die andere Seite nochmal dasselbe und dann ist es sauber. Und hier unten mache ich auch mit Wasserstäbchen, da gehe ich auch hier drum sauber machen. Dann vor allen Dingen drin, in der Lippe muss sauber gemacht werden. Vor allen Dingen, wer Raucher ist, auf jeden Fall jedes Mal reinigen, weil dann ist richtig hoch, so hoch, dass es sich eitert. Nach 2 Wochen, also ich warte jetzt noch eine Woche, ich habe jetzt schon eine Woche jetzt, dann gehe ich nochmal hin und die entscheidet dann, ob ich den kürzeren Stab bekomme oder nicht. Das kommt drauf an, wie die Heilchancen sind. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich wechseln darf, keinen so einen Stecker reinziehen, sondern so eine Art Ring. Ich weiß auch noch nicht, welche Farbe. Entweder schwarz oder silber. Ich weiß es nicht. Was man beachten sollte: Aufpassen, dass kein Deo, Parfüm und Make-up drankommen, weil das kann sehr gefährlich werden. Und auf jeden Fall hat sie gut beraten. Ihr müsst auf jeden Fall gucken. Ich habe im Internet geguckt, weil bei meinem Tattoo, wo ich meine Tattoos mache, gibt leider keinen Piercing, der da drinnen macht. Die hatten mal einen Piercer mit drinnen gehabt, aber den haben keine Ahnung, ich weiß warum. Ich weiß es nicht, warum die das gemacht haben. Ich glaube damals, weil die nur für Tattoo-Leute da sein wollten. Und da habe ich geguckt im Internet, was in meiner Nähe ist, wegen Bewertung. Weil, was bringt denn das, wenn du jetzt zum Piercer gehst, der übel schlecht ist? Und dann hast du übelsten, schlechten Piercer gehabt und dann ist es scheiße. Sieht dann scheiße aus. Schief oder komisch oder keine Ahnung. Und dann altert dann so schlimm, dass du dann rausmachen musst. Deswegen ein Tipp von mir: Ihr macht da. Das ist nur ein Tipp von mir, wie ihr es machen wollt. Im Internet gucken, wie die Bewertung ist. Oder ihr hört euch im Freundeskreis um, die sowas haben oder schon mal ein Piercing machen lassen haben, fragst du sie einfach, ob der gut war oder schlecht war. Halt Erfahrungen tauschen, so in der Art. Und da habe ich den entschieden, weil er gut war. Ich war ja schon mal drin mit einer Freundin. Die waren super nett, freundlich, wie immer. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Endlich habe ich das gemacht. Ich wollte schon Zeit. 2 Jahren ein Septum haben. Aber ich habe mich immer verdrückt davor. Und wenn irgendwas komisch vorkommen sollte oder wenn du Fragen hast, du kannst immer hingehen, hat sie mir gesagt. Ich kann immer hingehen oder anrufen oder bei Facebook per Privatfragen schreiben oder anrufen. Das finde ich toll, sowas. Wegen Reinigung, also wegen Säubern und sowas, habe ich so eine Fläschchen bekommen. Ich kann leider nicht sagen, was es ist. Aber es riecht nach Alkohol, weil die haben die Firma abgemacht schon. Das hat 2,50 € gekostet. War sehr zufrieden, haben mich gefragt, ob ich sowas brauche, ob ich das was da habe zu Hause. Ich so, nee, nee, ich brauche eins. Die waren sehr locker, das ist wichtig, locker und freundlich und wie auch immer. Und vor allem, was ihr achten müsst, oder ich achte da drauf sehr, wenn ihr in einen Piercingladen oder bei einem Tattoo-Laden reingeht, ob es alles schön sauber ist, weil Hygiene ist auch eine wichtige Rolle. Weil was bringt denn das, wenn ihr dann irgendwas einholst und dann hast du die Arschkante gezogen. Deswegen gucken vorher, ob es sauber ist.
wenn ihr merkt, ihr geht in den Laden rein, es ist dreckig, dann habt ihr einfach eine Ausrede. Ich komme morgen wieder und gehe einfach, wie auch immer. Weil das ist für mich wichtig, dass es sauber ist, weil es bringt nicht, wenn es dreckig ist, dann kann da drinnen sein, auch dreckig ist, überall. So, wenn ihr noch Fragen habt, fragt sie gerne bei Infobox oder bei Facebook, Instagram. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne ein Däumchen nach oben. Ich werde in 4 Wochen noch ein Video drehen, wenn ihr das wollt. Wenn ja, lasst mich gerne wissen oder ein Däumchen nach oben. Weil dann würde ich euch gerne mitteilen, ob es abgeheilt ist, ob ich irgendwas geändert hat oder wie auch immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.